So, liebe Gartenfreunde, ja, heute wollte ich mal das mit den Samen oder Saatgut ein bisschen erklären. Da gibt es jetzt zum Beispiel, da steht drauf F1 Hybriden. Diese Sachen sind gut, die wachsen sehr stark, hat aber den Nachteil, dass man auf jeden Fall die Samen selber nicht nehmen kann. Also wenn man selber Samen selber züchten will, also seine eigenen Samen produzieren will, auf gar keinen Fall aus Pflanzen, die F1-Hybriden sind, verwenden. Also Hybriden nennt man ja Mischungen. Und das Problem mit dem F1-Hybriden ist, dass da Inzuchtreihen hergestellt werden über mehrere Jahre und dann werden zwei Inzuchtreihen verkreuzt. Und das ist dieser F1-Hybrid-Effekt. Das heißt, durch dieses Degenerieren der Selbstbefruchtung und dann das wieder Verkreuzen von zwei degenerierten, selbstbefruchteten Reihen entsteht eben dieser F1-Hybrid-Effekt. Da wachsen sie besonders gut, weil sie sich endlich freuen darüber, dass sie jetzt endlich mal wieder nicht selbst befruchtet werden, sondern eben mit dem anderen sich kreuzen dürfen. Also das ist der F1-Hybrid-Effekt und der ist natürlich dann weg. Wenn ich jetzt da praktisch die Samen von diesen F1-Hybriden nehme, ist das natürlich erledigt. Ja. Wenn man genau schaut, wird man feststellen, dass die meisten Saatgutsachen, die man so kaufen kann, F1-Hybriden sind. Klar, dieser F1-Hybrid-Effekt ist schon auch erheblich. Und natürlich ist es für den Samenproduzenten sinnvoll, dass er am Markt bleibt, indem dass wenn Leute tatsächlich und das nicht wissen, selber die Samen nehmen und dann was erstaunt sind, dass die Dinger gar nicht mehr gescheit wachsen im Jahr drauf. Und dann wieder auf die Sämereien aus dem Samenproduzenten zurückgreifen. Also ich will jetzt nicht ausdrücklich sagen, dass das nur dazu da ist, dass das Selbstmachen nicht funktioniert. Aber wie gesagt, der F1-Hybrid-Effekt ist wesentlich. Und wenn man natürlich eigenes Saatgut haben will, da gibt es halt zum Beispiel die Arche. Das ist eine Vereinigung, die alte Sorten erhält. Und wenn man da mitmacht, dann kriegt man da von denen Saatgut. Und ist natürlich auch angehalten, dass man irgendwie einzelne Sachen dann selber nachzüchtet und da etwas mehr Samen produziert, damit man die dann wieder in die Arche-Vereinigung zurückgeben kann, dass die wieder anderen zur Verfügung stellen. Also das Prinzip von der Arche ist, dass möglichst viele Leute mitmachen. Einer sagt dann, ich mache jetzt die und die und die Tomate, der andere sagt, ich mache lieber Bohnen, der andere sagt, ich mache lieber irgendwas anderes. Und im Gesamten kann man natürlich dann aus einem großen Genpool zurückgreifen und das untereinander austauschen. Nicht jeder muss sich praktisch um sein eigenes Saatgut kümmern für alle Pflanzen. Weil es dauert natürlich auch, bis Pflanzen Samen machen. Also bei, zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt bei Fruchtpflanzen sind, bei den Bohnen, ist es ja vernünftiger, man erntet die Buschbohnen oder was auch immer, die Bohnen, bevor sie ganz reif werden, weil der Adern das innen so hart ist. Außer man will natürlich die Bohnen trocknen. Da muss man sie komplett ausreifen lassen, dann kann man die natürlich auch als Samen hernehmen. Aber wenn man halt Erbsen oder die Buschbohnen, dann erntet man die ja, bevor die so richtig ausgereift sind. Und es ist halt immer so, dass wenn man an einer Pflanze was stark ausreifen lässt, hat sie ihre Aufgabe erfüllt und stellt mehr oder weniger das Wachstum ein oder zumindest werden keine neuen Früchte produziert, wenn eine gewisse Menge an Früchten da ist, die ja zur Samenreife kommen, weil die Pflanze will ja praktisch ihr Ziel erreichen, dass sie sich eben vermehrt. Und wenn man das eben doch immer wieder bei Zeiten abernten unterbindet, ist die Pflanze natürlich bemüht, immer wieder neu zu blühen und neue Früchte anzusetzen. Also das Problem, also das kennt man natürlich auch beim Hanf, da gibt es ja dann das Sensimilia, das heißt ohne Samen. Und da hat man dann natürlich auch mehr Blütenwachstum. Aber das ist natürlich bei allen Pflanzen so. Bei meinen Tomaten mache ich es auch so am Anfang, dass ich sie schon runter tue, wenn sie noch nicht ganz ausgereift sind. Weil dann natürlich die nächsten weiter schneller ausreifen oder anfangen zu reifen.
und ich so den Ertrag steigern kann, wenn man das in einem gewissen Maß macht und die dann halt eine Woche rumliegen lässt, so zum Nachreifen, hat man geschmacklich keine wesentlichen Einbußen. Ja, das wäre es mal soweit. Also das mit der Eiche ist toll, wenn man da mitmacht, weil man natürlich da die Sachen erhält und das ist ja wichtig, um dem Artensterben entgegenzuwirken. So, vielen Dank. Ja.